für euch Aprikosen gekauft. Sie sind noch nicht so Saison. Folgendermaßen: eine Aprikose hat ziemlich genau 30 Kalorien. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie gross und schwer sie wirklich sind. Jetzt, ich habe eigentlich immer andere Aprikosen zuhause, dürfte ich. Aber ich habe jetzt leider nur hier gehabt. Da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, die sind auseinandergeschnitten. Also das heisst, zwei von denen wären der ganze. Ja? So. Jetzt folgendermaßen. Seht ihr den Unterschied? Das ist einfach eine getrocknete Aprikose. Der ist einfach das Wasser entzogen worden. Und jetzt ist sie halt kleiner. Also das heisst, die hat genau gleich 30 Kalorien wie die. Aber von denen mögen wir viel, viel mehr essen. Also ich sage immer, ich möchte locker 10 so Aprikösli essen. Locker! Aber das Ding ist natürlich, das wären 10 von denen. Und wer ist 10 Aprikosen? Das ist ja mega viel. Also es geht eigentlich gar nicht unbedingt um den Fruchtzuckergehalt, sondern einfach um die tatsächliche Menge, die es dann eben ist, die einem oft einfach nicht bewusst ist. Das heisst nicht, dass es ungesund ist, versteht mich nicht falsch. Aber sind sie euch einfach bewusst. Das Gleiche ist übrigens, es ist möglich, dass ihr das schon alles wisst, aber ich habe gedacht, ich will jetzt das einfach mal schnell vergleichen, wenn man, ich hoffe, ihr seht das überhaupt, wenn wir diese zwei Sachen miteinander vergleichen. Wir haben eine Traube und eine Sultanine. Seht ihr die? So. Wir haben eine Traube und eine Sultanine. Genau gleich viele Kalorien. Und da sieht man einfach auch wieder, vielleicht ist es bei dir gescheiter, wenn wir die frische Variante nehmen, wie die trocknet, weil von denen essen wir wahrscheinlich schlussendlich einfach viel mehr. Plus kommt noch ein bisschen dazu an, von denen sind wir sicher viel schneller satt. Zack! Dann, was auch noch in die Kategorie gehört, ich habe es hier schon parat gemacht, sind Nüsse. Das sind Nüsse, das sind Kerne, das sind Samen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um das geht. Auch da wieder, auch wenn ich es am Anfang des Videos schon betont habe. Ich will gleich nochmal sagen, es geht nicht darum, wie gesund das etwas ist in diesem Video, sondern dass es versteckte Kalorien sind. Die Handvoll Nüsse, und ich will das jetzt wirklich mal richtig darstellen, die Handvoll sind etwa 200 Kalorien. Ich lege es hier mal schnell auf den Tisch. Ich weiss gar nicht, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 28, 22, 24, 26, 28, 28,5. Und es sind echt kleine Mandeln. Also es sind so kleine, echt kleine Mandeln. Ich würde jetzt sagen, es sind wahrscheinlich etwa 14 normale. Und die Scheissteile sind 200 Kalorien. Ein Twix hat auch etwa 200 Kalorien. Und schlussendlich sind Kalorien einfach Kalorien. Rein, was Ab- und Zunehmen anbelangt, interessiert es euren Körper nicht, was das für Kalorien sind. Es kann euch gesundheitlich mehr gut tun, wenn ihr die Kalorien aus Nüssen oder aus irgendetwas nehmt, wo halt viele Vitamine und Spurenelemente enthalten und vielleicht nicht ein Twix. Aber rein, was Zu- und Abnehmen anbelangt, spielt es eigentlich keine Rolle. Und wie viele Leute snacken ein bisschen an Studentenfutter, an Nüsse, an Trockenfrüchte. Das heisst nicht, dass das schlimm ist. Aber etwa die kann man sich vielleicht auch einfach ein Twix gönnen. Und das ist das, was ich sehr viel mache. Ich esse lieber Schoki als Nüsse. Und darum esse ich dann halt einfach Schoki. Ich sage nicht, dass das wertvoller ist für meinen Körper. Aber ich nehme halt genau gleich wenig zu oder ab oder was auch immer, ob ich jetzt Twix oder Nüsse esse. Und das ist eigentlich das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir als nächstes zum Saft und Smoothie. Da ist es folgendermaßen: ich habe einmal einen Orangensaft, einmal irgendeinen Mango-Maracuja-Smoothie. Wir haben einmal 33 Dezi, einmal 3,3 Dezi und einmal 2,5 Dezi. Und wir haben beim Saft, das ist etwas, ich staune immer wieder bei der Einkaufsberatung, das wissen ganz viele Leute nicht. Saft ist einfach nur eine auspresste Frucht und beim Smoothie haben wir die ganze Frucht eigentlich im Mixer drin. Jetzt muss man sagen, da wird ja viel mit irgendwelchem Püree geschafft
und noch ein bisschen Saft dazu gemischt. Also eigentlich, ganz ehrlich, ich zeige euch mal die Zutatenliste. Wir haben Äpfelsaft, Orangensaft, Maracuja-Saft und Limettensaft. Und wir haben Mangopüree, Bananenpüree und Pfirsichpüree. Also ganze Früchte sind da eigentlich gleich nicht wirklich drin. Jedenfalls, was den Smoothie anbelangt, was wir da für einen Vorteil haben, ist, wir haben Ballaststoffe drin, was wir da nicht haben. Was aber auch ist, ist, wir haben dazu, wahrscheinlich gleich wie beim Orangensaft, das ganze Getränk, das erhitzt worden ist. Also die Masse, die Flüssigkeit ist vorher erhitzt worden, damit es länger haltbar ist. Und durch das hat beides wahrscheinlich fast nichts mehr an Vitaminen drin. Es gibt teilweise kaltpressten Saft und kalt, ich weiß nicht, wie die sich nennen, Smoothies, kaltgepresst, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber es steht drauf. Und es gibt aber nicht viele von denen, im Migros gibt es glaube ich zwei. Und das wäre ja das, was eigentlich wertvoll ist, wobei man muss auch dann sagen, mit jedem Schnitt, mit jedem Pürieren, mit jedem Zubereiten von einem Gemüse oder von einer Frucht verliert sie halt einfach auch Vitamine, darum ist sie am wertvollsten, wenn man sie ganz essen. Und was natürlich ist, ich meine, bis man so ein Fläschchen gefüllt hat oder auch so eins mit Saft, braucht es einfach unendlich viel Früchte. Und das darf man nicht ganz vergessen bei dieser Sache. Also ich sage jetzt, in so einem 2,5 Dezi Fläschchen, da wird es möglicherweise etwa 3 bis 4 Früchte drin haben. Und ich persönlich esse die Früchte einfach lieber, aufgrund von dem, weil sie machen halt satt, es ist gut für die ganze Kaumuskulatur. Und ja, ich habe halt mehr davon, ich esse lieber, wie dass ich trinke. Und es ist halt einfach doch recht viel an Kalorien und Zucker, wo man einfach schnell in sich einlernt, ohne dass es einem bewusst ist. Also ich würde jetzt sagen, ich sage meinen Kunden, im Notfall ein Smoothie ist okay, bevor ihr jetzt irgendwie, weisst du, keine Sushi Gugus kauft, immer noch gescheiter. Aber es sind halt trunkene Kalorien und ich muss euch bewusst sein, das gilt einfach als Zwischenmahlzeit. Beim Saft ist es noch ein bisschen anders, das ist wirklich einfach Zucker in flüssiger Form. Es ist lustig, Cola hat etwa gleich viel Kalorien und Zucker wie Orangensaft. Und viele Leute verschrecken dann an mich und sagen, was? Nein, das kann gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so. Und darum einfach mit Vorsicht genießen. Ich persönlich, wie vorher schon gesagt, ich esse lieber Kalorien, als dass ich es trinke. Darum habe ich sicher mehr Wasser und Tee. Wo ich zu mir nehme, wie so Sachen, wenn es einem bewusst ist, auch okay. Ja? Aber da würde ich tatsächlich sagen, ich finde eigentlich keins besser als das andere. Dann haben wir noch als letztes bei den Frühstückssachen, das heisst nicht, dass es nur das gibt, gell? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendetwas, das euch Wunder nimmt, dann schreibt das unten in die Kommentare, ich das mega gerne vergleichen dann. Aber das ist einfach das, was ich jetzt gerade zuhause gehabt habe oder gerade gestern dran gedacht habe zum Posten. Jetzt, wir haben einmal Honig, wir haben einmal Dattelsirup und wir haben einmal Sucrinate. Da ist es folgendermaßen. Das wird immer verteufelt. All die künstlichen Süßstoffe werden meistens sehr verteufelt. Ich würde jetzt sagen, Kurzform, es hat bis jetzt noch keine Studie bewiesen, dass das wirklich gesundheitsschädigend ist. Dattelsirup, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, all das Zeug ist ja momentan sehr gehypt. Man muss aber sagen, rein von den Kalorien her macht es keinen grossen Unterschied, eben irgendeinen super gesund, weiss nicht was, so ein Süßungsmittel haben, eben Honig oder sogar Zucker nehmen. Meiner Meinung nach wird das ein bisschen überschätzt, überbewertet. Oftmals kommt das Zeug von sehr weit weg und ist ökologisch einfach voll für Müll. Dazu kommt noch, je nachdem haben die ein bisschen bessere glykämische Index und teilweise ein bisschen schlechtere.
es hat gerade letztens ein Interview gegeben mit einer Ernährungsberaterin und ich habe das wirklich noch gut gefunden. Sie hat dort dann auch gesagt, eigentlich spielt es nicht eine grosse Rolle, was das man nimmt, weil viele Leute haben ja jetzt das Gefühl, ja eben mit all diesen Superfood-Dings da, das ist nie so wie Zucker, aber man muss sagen, das geht ziemlich gleich in die Blutbahn rein. Was noch dazu kommt, sicher hat ein Dattelsirup oder Kokosblütenzucker oder was auch immer bessere Mineralstoffwert, bessere Vitaminstoffwert und auch Spurenelemente, aber damit das unser Körper überhaupt würde merken, müssten wir literweise von diesem Zeug konsumieren. Und da muss ich halt einfach auch wieder sagen, 300 Kalorien, 300 Kalorien, 0 Kalorien. Wenn es darum geht, um einen Joghurt oder einen Magerquark zu süssen oder auch einen Tee zu süssen, ich trinke immer schwarzen Tee mit Milch und ich brauche dort einfach etwas zum Süssen, ist es mir einfach nicht wert, zum Kalorien dort einschmeissen, die es nicht braucht. Das ist es mir. Auch da sind euch bewusst, wir reden in diesem Video von versteckten Kalorienfallen. Wenn ihr jemanden seid, der nicht sollte oder nicht muss abnehmen, interessiert euch das einen Scheiß. Wenn ihr aber jemanden seid, der ein bisschen schauen will, der das Gefühl hat, hey, an was kann es liegen? Ich ernähre mich so gesund. Vielleicht hat es irgendwo da jetzt einen Tipp darunter gehabt, der euch Hilfe kann sein. Und darum bitte, schaut kein Nahrungsmittel auf diesem Tisch als schlecht an. Wirklich nicht. Aber ich möchte euch sagen, etwa die ist vielleicht das, was ihr als so böse anschaut, gar nicht so schlimm. Und man kann wirklich einfach alles in seinen Alltag einbauen. Es kommt halt einfach darauf an, wie viel man davon nimmt. So, ich glaube, wir beenden das Video an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Nahrungsmittel habt, die euch Wunder nehmen, bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir so ein Video auch noch machen müssen über die Nachtsachen, über Snack, über Mittagessen, alles, was euch interessiert, schreibt es doch an oder hinterlasst ein Emoji mit dem Nahrungsmittel und dann mache ich gerne noch mal ein Video. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!